Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hier ist euer Astro. Nach einer längeren Pause mal wieder am Start. Warum? Es gab ein Star Citizen Live zum Thema der Persistenz des Persistent Entity Streaming. Und da sind so viele wichtige und interessante Informationen kommuniziert worden, dass ich mir gedacht habe, das ist es wirklich wert, sich mal wieder hinzusetzen und das Satz für Satz, Wort für Wort zu übersetzen, euch entsprechend zu kommunizieren, um einfach auch so ein bisschen in die Breite zu gehen. Also wenn sich die User beschweren später, dass Alpha 3.18 so spät gekommen ist, dass es so fehlerbehaftet ist, dass alles so schlecht läuft und dass alles doof ist und was macht CIG da eigentlich, dann könnt ihr gerne auf dieses Video referenzieren, auf die Inhalte referenzieren, denn das wird eine quasi Bauchlandung mit Ankündigung, um erstmal vom Schlechtestmöglichen auszugehen, weil Star Citizen jetzt das technische Fundament erhält, auf dem dann Alpha 4.0 aufbauen wird und später auch das Server-Meshing. Wir befinden uns auf der Zielgeraden und es ist so, dass CIG sich ausmalt, dass das eine sehr, sehr holprige Angelegenheit wird mit Alpha 3.18 und ja, darüber auch hinaus. Mal gucken, was da kommt. Auf jeden Fall, wie gesagt, eine sehr spannende Sendung, durch die ich im Rahmen dieses Videos durchgehen möchte, euch das übersetzen und dabei wünsche ich euch jetzt eine interessante Unterhaltung. Viel Spaß! Hello everybody! Welcome to Star Citizen Live, Persistent Entity Streaming. I'm your host, Jared Huckabee. And if you've never seen Star Citizen... Jared Huckabee begrüßt uns mit den Worten, dass wir uns jetzt eine Stunde lang Benoits und Pauls Makramee-Kunst ansehen werden. Es ist Art, also eine Kunstshow. Und ja, es tut ihm leid, er hat einen ganzen Monat dafür geübt, für diese Ansage. Aber dann geht es los. Wir stehen einem der größten Veränderungen in Star Citizen bevor mit der kommenden Alpha-Version 3.18, und zwar der Integration, dem Ausrollen des Persistent Entity Streaming. Und damit ich mir nicht die Zunge breche, im Laufe dieses Videos werde ich Persistent Entity Streaming übersetzen, abkürzen mit PES, also PES. Gäste in dieser Runde sind CTO und Gründer von Turbulent, dem Partner von CIG, Benoit Beausejour. Und wir haben Paul Reindl, also Paul Reindl ist eigentlich ein Deutscher, wird ja als Paul Reindl englisch vorgestellt, den wir auch schon kennen. Das ist ja einer der führenden Köpfe, also einer der Kernpersonen, wenn es darum geht, das Thema Persistenz und Server-Meshing umzusetzen. Und der hat uns ja auch im letzten Jahr dieses hochspannende technische Video zu dem Thema vorgestellt. Apropos, wir haben hier in diesem Video ganz, ganz, ganz viele Fachbegriffe, wie zum Beispiel Shard, wie das eben erwähnte Server-Meshing und so weiter und so fort, Matchmaking. Wenn ihr neu in dem Thema seid und nicht wisst, worum es hier geht, auf meinem Kanal gibt es jede Menge Videos, wo ich einmal, zweimal, mehrfach diese Begriffe erklärt habe, weshalb ich hier im Rahmen dieses Videos nicht nochmal darauf eingehen möchte. Ihr habt die Möglichkeit, bei mir auf dem Discord in die Bibliothek zu gehen. Hier habe ich lauter Stichworte aufgenommen. Und unter diesen Stichworten findet ihr die jeweiligen Videos, wo ihr nochmal reingucken könnt, wenn ihr euch fragt, was ist das eigentlich? Und natürlich seid ihr auch eingeladen, hier zu stöbern und euch auch Videos anzugucken zu anderen Themen, die im Laufe der Zeit einfach aufgekommen sind und zu denen ich Exkurse, Erklärungen, was auch immer gebaut habe. Wenn ihr also Fragen habt, wenn ihr Begriffe nicht kennt, dann könnt ihr hier in die Bibliothek auf meinem Discord gehen und euch dort schlau gucken, sozusagen. Gut, steigen wir ein mit dem Star Citizen Live und der allerersten, natürlich der brennendsten, allerobersten Fragen. Was ist das überhaupt? Persistent Entity Streaming.
Bei Persistent Entity Streaming, PES, wird der gesamte Scene Graph der Engine, also die gesamte Hierarchie des Universums, der Spieler und aller Objekte, in eine Datenbank übertragen, die zuvor im Speicher des Servers oder auf dem Client gespeichert war. Damit hat CRG die Grundlage geschaffen, um die gesamte Entitätshierarchie an Clients und Server zu übertragen und aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, dass CRG alle Prozesse herunterfahren und dort fortsetzen kann, wo sie aufgehört haben. Im Grunde genommen wird der gesamte Zustand des Universums in eine persistente Datenbank übertragen. PES ist eine neue Grundlage für alles, was ab diesem Zeitpunkt des Releases von Star Citizen Alpha 3.18 kommt. Die beste Analogie, die Jared gefunden hat, ist: Wenn du dir Star Citizen wie einen riesigen Wolkenkratzer vorstellst, ist es so, als würdest du den Wolkenkratzer 50 Meter über den Boden heben, das alte Fundament ausgraben, ein brandneues Fundament gießen und dann das Gebäude wieder darauf zurückstellen. Und dabei verzweifelt versuchen, nicht alles, was sich im Gebäude befindet, umzustoßen. Und das ist das, was uns mit Alpha 3.18 erwartet. Das ist eine sehr gute Analogie, findet Paul, denn wenn man sich das Entity-System und den Scene Graph ansieht, ist das das Fundament der Engine. Alles nutzt es, alles berührt es. Jedes einzelne Game-Team, jedes Game-Feature ist von dieser Änderung betroffen. Für Alpha 3.18 geht es vor allem darum, das zu erhalten, was vorher da war, es zu konvertieren und sicherzustellen, dass es mit dieser neuen Grundlage, mit diesem neuen Fundament namens Persistent Entity Streaming funktioniert. Was ist der Unterschied zwischen einem Server und einem Shard? In dieser allerersten Version von PES gibt es keinen Unterschied zwischen Shard und Server. Denn CRG betreibt immer noch einen Server pro Shard. Sie trennen diese beiden Wörter, weil der Shard irgendwann viel größer sein wird als nur ein Server. Sobald wir das Server-Meshing erreicht haben, was in späteren Iterationen der Fall sein wird, werden wir mehrere Server pro Shard haben. Aber in dieser ersten Iteration hat CRG im Grunde die Grundlage der Engine genommen und sie durch die neue persistente Entitätsdatenbank ersetzt, mit der sie versuchen, das Spiel auf die gleiche Stufe zu heben wie das, was bereits vorhanden ist. Das bedeutet, dass sie im Grunde die gesamte Technologie, die sie bereits haben, ein Server pro Shard, durch PES ersetzt haben. Der größte Effekt, den wir dadurch sehen werden, ist, dass der Status auf einem Server persistiert, also bestehen bleibt, weil die Elemente jetzt persistieren. Wenn ein Server neu gestartet wird, ist normalerweise der Zustand der Welt verloren, abgesehen von deinem Raumschiff und deinem Charakter, die in der aktuellen Version außerhalb der Spielwelt existieren. Aber wenn ein Server neu gestartet wird, ist alles andere weg. NPCs werden auf ihre anfänglichen Spawn-Positionen zurückgesetzt, Türen werden zurückgesetzt und alles beginnt wieder mit dem geplanten Anfangszustand der Spielwelt. Das passiert nach einem Serverabsturz, das passiert nach einem brandneuen Server, der ja gerade hinzugefügt neu gestartet wurde und bei allen Vorkommnissen, die einen Server-Neustart erfordern. Diese Art von Server-Auto-Cleanup startet auch im Laufe der Zeit neu, wenn zum Beispiel auf einigen von den Servern keine Spieler mehr sind und CRG diesen dann neu startet, um den Speicher wieder freizugeben und so weiter. Wie gesagt, ab diesem Zeitpunkt ist der Status dieser Server, dieses Servers, verloren. Für Alpha 3.18 und mit der Einführung von PES bedeutet das, ihr werdet mit der Zeit Objekte sehen, deren geografische Lage und Zustände über Server-Neustarts hinweg bestehen bleiben. Und dann wird ein alter Server eine Menge Änderungen haben, weil all diese Dinge nicht unbedingt durch einen Neustart bereinigt werden. Mit PES und der neuen Shard-Datenbank, aber auch der globalen Datenbank, gibt es den zusätzlichen Vorteil, dass alle Gegenstände, die du aus deinem Shard nimmst und in dein Inventar legst, genau in dem Zustand erhalten bleiben, in dem du sie aus dem Shard nimmst. Vorher war deine persistente Datenbank nur eine externe Datenbank. Sie war sehr begrenzt, im Grunde nur eine Liste von Gegenständen. Wenn du ein Raumschiff hast und es in dein Inventar aufnimmst, weil du in einer Landezone gelandet bist und es in dein Inventar der Landezone packst, wenn du am nächsten Tag spielst und das Schiff aus deinem Inventar quasi herausnimmst, hat es genau den Zustand, in dem es auf dem Shard verstaut und abgespeichert war. Du wirst also einige Dinge bemerken, die ohne PES nicht möglich waren.
Aber um noch einmal auf Jareds Punkt einzugehen, CRG hat all diese grundlegenden Arbeiten jetzt fertiggestellt, das Fundament erstellt. Und jetzt, ab diesem Zeitpunkt, ab heute, ab 3.18, müssen die zuständigen Programmierer den Gamecode, den Spielprogrammcode an diese Änderungen anpassen. Und es gibt eine Menge cooler Dinge, die sie von nun an tun können, aber damit können sie eben jetzt erst starten, diese Funktionen, diese Features hinzuzufügen. Wir können ergo nicht erwarten, dass alle Gamecode-Teams diese coolen neuen Features, die sie damit machen können, jetzt umgehend fertiggestellt haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird einen Unterschied zwischen einem Server und einem Shard geben, aber das wird warten müssen, bis das Server-Meshing eingeführt wird. Aber bis dahin, also vor dem Server-Meshing, auf das dieses neue Fundament namens PES letztendlich abzielt, stellt sich die Frage, wie kommen wir eigentlich wieder auf denselben Server mit dem Shard, auf dem sich unsere Gegenstände befinden? Nun, der erste Teil der Frage lautet, ist PES vor dem Server-Meshing pro Server? Und wie Paul in der vorherigen Antwort bereits erwähnt hat, ja, PES ist pro Server. Aber da man Gegenstände aus der Server-Datenbank in die globale Datenbank übernehmen kann, und CRG stellt sicher, dass es sich um dieselbe Datenbank und dieselben Datenstrukturen handelt, gibt es mehr Persistenz. Man kann also Gegenstände von einem Server auf einen anderen übertragen, indem man sie in sein Inventar übernimmt und sie dann auf dem neuen Server wieder aus dem Inventar herausnimmt. Die zweite Frage ist, wie kommen wir zurück auf denselben Server? Für Alpha 3.18 will CRG keine Änderungen am sogenannten Matchmaking vornehmen, und zwar vor folgendem Hintergrund. CRG will erst einmal mit dem bisherigen Stand der Dinge zufrieden sein, bevor sie neue Features hinzufügen. Außerdem werden die Matchmaking-Änderungen Teil von CRGs Arbeit am Server-Meshing sein, mit der sie entsprechend direkt nach der Veröffentlichung von PES beginnen werden. Für die allererste Version von PES mit Alpha 3.18 wird CRG also einfach die gleiche Matchmaking-Logik verwenden, die wir jetzt haben. Das heißt, wenn du deinen Client startest, wirst du nach dem Zufallsprinzip einem Server und oder Shard zugewiesen, aktuell beides das gleiche. Also verhält es sich so wie bisher. Du kannst mit deinen Freunden spielen, indem alle derselben Instanz beitreten. Wenn du aus dem Spiel aussteigst, gewollt oder ungewollt, reserviert CRG den Slot deines aktuellen Shards. Das heißt, wenn du aussteigst, hast du etwa 10 Minuten Zeit, um dich wieder einzuloggen und mit diesem speziellen, spezifischen Shard verbunden zu werden, damit du alles wiederherstellen kannst. Und wie gesagt, alle Gegenstände, die du in dein Inventar aufnimmst, behältst du bei dir und kannst sie auf jedem Shard mitnehmen. So kannst du sicherstellen, dass du die Dinge, die du wirklich gerne behalten möchtest, auch behalten kannst, indem du sie einfach in dein Inventar aufnimmst, verstaust. Paul erwähnt hier nochmal explizit, es gibt große Unterschiede zwischen dem, was verstaut ist, im Inventar, und dem, was nicht verstaut ist. Erlaubt PES, dass Gegenstände auf allen Servern bestehen bleiben oder bleiben sie nur auf dem Server bestehen, auf dem der Gegenstand ursprünglich gespawnt wurde? Je nach Art des Gegenstands und natürlich, wenn er rechtlich gesehen dein Eigentum ist, kannst du ihn verstauen, behalten und über Shards hinweg mitnehmen. Das ist der erste Punkt, aber auch Gegenstände, die du legal besitzt und die du zurücklässt. Sagen wir mal, ich habe eine Waffe, die ich bereits legal besitze und die lasse ich irgendwo in Port Olisar fallen und höre dann auf zu spielen und komme später zurück und werde auf einen anderen Shard gematcht. Die Waffe ist immer noch auf dem ursprünglichen Shard. Sie bleibt je Shard bestehen. Alles, was sich in der Spielwelt befindet, also auch unverstaute Gegenstände, bleiben auf jedem Server erhalten, auf dem sie sich befinden. Deshalb gibt es einen Mechanismus wie das Inventar, damit du sie über Server hinweg mitnehmen kannst. Da ist natürlich der kleine Wermutstropfen, weil wir im Moment viele Shards haben. Aber die Absicht und das Ziel dieser grundlegenden Arbeit ist, dass CRG zu sehr großen Shards kommen wird. Und mit den Matchmaking-Änderungen, die Paul ins Spiel gebracht hat, wird CRG in der Lage sein, eine Shard-Affinität zu haben. Das heißt, die Chance, dass die Waffe, die du auf Shard X gelassen hast, auf Shard X zurückkommt, wird extrem hoch sein. Alles, was in der Spielwelt nicht im Inventar verstaut ist, lebt, bleibt also auf diesem Server, bis es gelootet oder zerstört wird oder bis es aufgeräumt wird. Jared wiederholt und vertieft an dieser Stelle nochmals,
Shards und Server werden in Zukunft unterschiedliche Dinge sein, aber nicht eben unmittelbar. Für Alpha 3.18 ist es also ein Shard pro einem Server. Wenn CRG diese Begriffe also synonym verwendet, sprechen sie über den Stand des nächsten Patches Alpha 3.18. Wird die Kaffeetasse oder die Waffe immer noch für andere da sein, wenn der Spieler, der sie platziert hat, nicht online ist? Also das Ding, das du nicht besitzt, wenn ich mich auslogge, verschwindet es mit mir oder bleibt es da? Und wie lange wird es bestehen sein, bevor es weggeräumt wird? Wie bereits angedeutet, wenn du eine Kaffeetasse nimmst und sie abstellst oder sie auf den Boden eines Shards fallen lässt, bleibt sie auf diesem Shard. Und zwar so lange, wir werden etwas später über den Aufräumprozess sprechen, so lange, wie sie nicht von Spielern oder dem System weggeräumt oder zerstört wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler eingeloggt oder ausgeloggt ist. Wenn du etwas auf einem Shard fallen lässt, ist es Teil dieses Shards und bleibt dort quasi für immer. Dabei spielt es keine Rolle, ob du in diesem Moment online bist oder nicht. Wenn ich mich also auslogge, ist meine Kaffeetasse, die ich auf Clio platziert habe, noch da. Die einzige Ausnahme: wenn du dich ausloggst, wird dein Spieler-Avatar natürlich in deinem Spieler-Inventar verstaut. Und wenn du dich in einem Schiffsbett ausloggst, wird dein Schiff zusammen mit dir in deinem Schiff in deinem Spieler-Inventar verstaut. Das gilt auch für Gegenstände, die sich in dem Schiff befinden. Wenn wir also von Verstauen, Auspacken, Einlagern, Auslagern sprechen, geht es immer um den gesamten aktuellen Zustand einer Entität, einschließlich aller darin enthaltenen verstauten Gegenstände. Wenn du dir das Schiff und alle darin befindlichen Gegenstände ansiehst, kannst du dir das wie einen Baum vorstellen. Einen hierarchischen Baum von Gegenständen. Und wenn du die Spitze des Baums nimmst und sie in ein Inventar legst, folgt alles, was darunter liegt. Um es auf den Punkt zu bringen: wenn ich etwas auf Server Nummer 14 auf den Boden werfe, bleibt es auf Server 14 und nur auf Server 14, bis es schließlich aufgeräumt wird. Es überträgt sich nicht auf andere Server. Wir müssen verstehen, jeder einzelne Gegenstand kann nur einmal existieren. Du kannst also nicht eine Kopie desselben Gegenstands auf mehreren Shards haben. Wenn du dein Schiff hast und es auf Shard A bringst, ist es auf Shard A. Das Schiff kann nicht auf einem anderen Shard existieren und dafür gibt es einen guten Grund. Wenn es in mehreren Shards existieren würde, was würde passieren, wenn in einem Shard jemand den linken Flügel abschießt und in einem anderen Shard jemand den rechten Flügel abschießt? Das kann CRG nicht zulassen. Das bedeutet, wenn sich das Schiff in einem Shard befindet, ist es an diesen Shard gebunden. Es ist nun Teil dieser Instanz. Wenn du das Schiff in dein globales Inventar aufnimmst, ist es somit möglich, es auf einen anderen Shard mitzunehmen. In dieser allerersten Iteration ist also jeder Shard im Grunde eine eigene, isolierte Instanz. Und wenn wir das auf das Server-Meshing übertragen: beim Server-Meshing geht es auch nicht um Replikation, sondern darum, all diese Dinge auf all diesen Servern in einem Mesh zusammenzubringen. Paul erklärt hierzu: wenn ich von Replikation spreche, habe ich wahrscheinlich etwas anderes im Kopf, denn beim Server-Meshing repliziert CRG Objekte zwischen verschiedenen Servern, weil mehrere Server schließlich und final denselben Shard simulieren werden. In diesem Fall könntest du natürlich zwei Server haben, die dasselbe Objekt aus Simulationsgründen untereinander replizieren. Es kann also nicht sein, dass Server A einen Bereich simuliert und Server B einen anderen Bereich. Es gibt eine Überschneidung in diesem Bereich. Du hast Objekte im Überschneidungsbereich, die auf beide Server repliziert werden. Deshalb ist Replikation für Paul ein etwas anderes Wort, aber wir können sehen, ein Shard ist wieder eine einzige individuelle Instanz. Es ist keine shardübergreifende Replikation geplant. Wenn wir über Spielerbasen und so weiter sprechen, wird CRG mit dem Design darüber diskutieren müssen, wie sie das machen können. Wenn ein Spieler zum Beispiel eine Basis auf einem Planeten baut, will CRG das auf allen Shards zeigen, nicht nur auf einem Shard, auf dem der Spieler ist. Aber diese Diskussion, die wird noch geführt werden. Nächste Frage zu einem typischen Szenario. Du landest mit deinem Schiff auf einem Planeten und der Server stürzt mit einem 30K-Fehler ab. Wie findet der Spieler dann sein Schiff, wenn er wieder auf einen neuen Server lädt, weil das Schiff nicht richtig ins Inventar geladen und verstaut wurde? Benoit sagt dazu augenzwinkernd: zunächst einmal, die 30K-Fehler, die existieren gar nicht. Aber fangen wir mal von vorne an.
Du gehst zum Aesop-Terminal und entstaust dein Schiff. Das Schiff befindet sich also zuerst in deinem lokalen Inventar und dann in der globalen Datenbank. Dein angefordertes Schiff taucht auf dem Landeplatz auf. Dadurch wird das Schiff quasi hinter den Kulissen aus der globalen Datenbank in den Shard verschoben. Ab diesem Zeitpunkt wird es aktiv von einem Spielserver simuliert. Es gibt also tausende von Updates auf diesem Server, um die Datenbank auf dem neuesten Stand zu halten. Du gehst hin, fliegst mit dem Schiff los, lädst Fracht hinein, wirfst ein paar Gegenstände durch die Gegend, was auch immer. Dann passiert ein 30K. Dem Server ist der Speicher ausgegangen oder irgendetwas ähnliches. Wenn du nun die Instanz neu lädst, ist das Schiff immer noch in diesem Shard. Es ist immer noch in der persistenten Datenbank von Shard Nummer 24 zum Beispiel. Wenn du zurückkommst und dein Spiel auf einem anderen Server gematcht wird, weil Shard 24 zu der Zeit noch nicht verfügbar ist, besonders wenn du dich zu schnell wieder einloggst, wird das Schiff beim Betreten deines neuen Shards mit Sicherheit nicht verfügbar sein. Aber es wird für das Versicherungssystem verfügbar sein. CRG arbeitet im Moment an einer Lösung für dieses Problem, denn sie wissen, dass es ein Problem ist. Wenn ein Server abstürzt, gibt es einen speziellen Wiederherstellungsmechanismus, den CRG im Moment ausrollt. CRG arbeitet während der aktuell laufenden Stabilitätstests aktiv daran, dass Schiffe automatisch wieder in eure Inventars eingelagert werden. Das bedeutet, dass sie nicht wollen, dass wir mit unserem Schiff auf einem Shard festsitzen und der nicht mehr verfügbar ist. Du hast aktiv mit dem Schiff gespielt, es hat Ladung an Bord und CRG will, dass wir auch nach einem 30K alles wieder verfügbar haben. Im Falle eines 30K-Crashes würde das Schiff also genauso aus dem verstauten Zustand herauskommen wie unser Spieleravatar, denn in diesem Fall gibt es keinen Unterschied zwischen einem Schiff und einem Spieleravatar. Das Ziel von CRG für Alpha 3.18 ist es, sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt, sodass dein Schiff im Falle eines 30K-Fehlers stets wieder in genau dem Zustand verstaut wird, in dem es sich zum Zeitpunkt des Absturzes befand, damit du deine Sachen behältst. CRG will nicht, dass wir mit einem Schiff festsitzen, das nicht mehr verfügbar ist und dann muss man den Shard wiederfinden und alles endet in einem großen Ratespiel. Paul fügt hier hinzu, vor PES bedeutete ein 30K, dass diese ganze Welt tot war, weil der Speicher weg ist, alles ist weg. Mit PES jedoch existieren der Shard und der Zustand des Shards weiter. Der Server ist abgestürzt, weil ihm der Speicher ausgegangen ist oder es einen Fehler im Spielcode gab oder was auch immer. Es sind übrigens immer Fehler im Spielcode, es ist nie die Kerntechnologie. Wie auch immer. Wenn das passiert, kann CRG einen neuen Server starten und diesen Shard wieder laden und die Simulation genau dort fortsetzen, wo sie zuvor beendet wurde. Da CRG das Matchmaking noch nicht in Angriff nehmen will, werden sie in 3.18 versuchen, alle Schiffe in unserem lokalen Inventar zu verstauen, damit unsere Schiffe und der Fortschritt auf dem Schiff, also Ausbauten, Veränderungen und so weiter, damit wir das nicht verlieren. Das ultimative Ziel jedoch ist es, dass CRG bei einem Serverabsturz einen neuen Server für den Shard startet und dass das Matchmaking den Spielern erlaubt, sich wieder mit diesem Shard zu verbinden und dann den Slot für genau diesen Shard aufzulösen. Das bedeutet, dass du in deiner nächsten Iteration deinen Client starten kannst und ein kleiner Dialog erscheint, der dir sagt, willst du warten, bis dein alter Shard wieder online ist? Denn es dauert natürlich ein paar Minuten, bis dein Shard wieder online ist und dann kannst du genau wieder dort beitreten, wo du zuvor aufgehört hast oder aufhören musstest. Und wenn CRG das Server-Meshing, den Replication-Layer, den Gateway-Layer, alles fertiggestellt hat, werden wir es nicht einmal mehr bemerken, wenn sich ein Server mit einem 30K verabschiedet hat. Du bleibst weiterhin verbunden und CRG startet einen neuen Server oder hat bereits eine Flotte von Servern, die diese Arbeit übernehmen können. Aber das ist natürlich noch weit in der Zukunft. Was Paul somit sagen will, ist, stürzt der Server in Alpha 3.18 in dieser allerersten Version von PES ab, nimmt CRG den Spieler, die Schiffe und die verbundene Baumhierarchie und legt alles in das Inventar des Spielers, damit du den Fortschritt nicht verlierst. Beim Neuladen bekommt man die betreffenden Entitäten in dem Zustand, in dem Moment zurück, in dem der Server abgestürzt ist. Also verlierst du nichts mehr. In der nächsten Version versucht CRG dann den Shard zu reaktivieren und das Matchmaking erlaubt es den Spielern, zu diesem Shard zurückzukehren. Und in der endgültigen Version sollte das alles für den Spieler eigentlich nicht mehr nötig sein. Um die Dinge zusammenzufassen. Bei Alpha 3.18 geht es nicht um das komplette PES, sondern die allererste Iteration. Und wir werden natürlich immer noch das Salvage-Gameplay, die PTV-Rennstrecke und die nächste Iteration der Flusstech bekommen, unter anderem. Aber
Bei PES geht es nicht darum, neue Entwicklungen für Alpha 3.18 zu ermöglichen. Das wird kommen mit Alpha 3.19, 3.20, 3.21 und irgendwann 4.0. Vielmehr geht es jetzt darum, all die Dinge zu entdecken, die aufgrund dieser grundlegenden technischen Veränderung nicht mehr funktionieren. Und dann neue Werkzeuge und Methoden zu entwickeln, wie zum Beispiel das automatische Verstauen für den Spieler und alles, worüber Paul und Benoit zuvor gesprochen haben, um uns wieder zu dem zurückzubringen, was wir vorher hatten. Ein ähnliches Erlebnis wie bislang, nur dann mit dieser brandneuen Grundlage, dem neuen technischen Fundament von Star Citizen. Aber eine Frage bleibt noch offen. Warum will CRG das Matchmaking nicht sofort einführen? Nun, es gibt immer das Thema der begrenzten Ressourcen. Dasselbe Team, das wahrscheinlich am Matchmaking arbeiten würde, arbeitet derzeit am Entity Graph. Und es geht auch um das Risiko. Wenn CRG mit der Implementierung von PES loslegt, ist Alpha 3.18 schon ein riesiges Risiko, denn es gibt so viel neue Technologie. Sie ersetzen eine Datenbank, die sie in den letzten 5 Jahren aufgebaut haben und die in den letzten Patches an ihre Grenzen gekommen ist, wie wir alle erfahren haben. Aber das sind 5 Jahre Entwicklung, die sie jetzt über den Haufen werfen und durch komplett neue Technologie ersetzen. Sie haben 8 verschiedene Arten von neuen Services, die sie mit Alpha 3.18 einführen. Gleichzeitig wurde die zugrunde liegende Backend-Kommunikationstechnologie auf ein neues Framework umgestellt, das bereits in der Praxis erprobt wird. Aber wie bei vielen neuen Services, die diese neue Technologie nutzen, kommen viele bewegliche Teile zusammen. Jedes Teil, das hinzukommt, erhöht das Risiko. Matchmaking muss geändert werden, keine Frage. CRG muss all diese Komponenten und Services ändern, anpassen, neu schreiben und das macht die Veröffentlichung eines Patches natürlich viel unübersichtlicher. Sie versuchen also, das Risiko zu verringern, indem sie einzelne Teile herausnehmen, mit Ausnahmen, denn es gibt keine Möglichkeit, den Replication Layer ohne die Datenbank einzuführen. Zum Beispiel. CRG muss das technologische Minimum zusammenbringen, in dem Bestreben, die Risiken für die erste Iteration so gering wie möglich zu halten. Andernfalls würde es nur ein brennender Haufen von Problemen sein, den sie dann durchgehen müssten. Aber trotz aller Risikovermeidung glaubt Paul, dass es ein sehr harter Start sein wird, um Alpha 3.18 in Betrieb zu nehmen, weil es sich um so viel neue Technologie handelt. Jedes Mal, wenn man etwas, das intern entwickelt wurde und das ohnehin schon sehr kompliziert ist, weil es tausende von beweglichen Teilen hat, in die Cloud bringt und es für 10.000, 20.000, 50.000 Spieler öffnet, gibt es einen weiteren Haufen neuer Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Und das alles zu managen, das ist schon ein riesiger Brocken. Also ist alles, was sie auf später verschieben können, in Pauls Augen eine gute Sache. Und er denkt, dass auch wir Spieler kein völlig ruiniertes Spielerlebnis haben wollen. Auch wenn der Funktionsumfang in dieser ersten Version eingeschränkt ist, werden wir Spieler davon dennoch profitieren, weil wir sonst nur einen völlig instabilen Patch bekommen und dann 1 bis 3 Patches lang darunter leiden müssten, bis CRG wieder einen stabilen Build erstellt hat. Außerdem hilft es CRG natürlich, es schneller in unsere Hände zu bringen, da sie sich sehr darauf verlassen, dass wir Star Citizen spielen und ihre Beta-Tester sind. Was übrigens großartig ist, erklärt Paul. Aber um davon zu profitieren, muss CRG die Dinge veröffentlichen, sobald sie online gehen und nicht einfach warten, bis sie vollkommen und perfekt und ausgefeilt sind, um uns sie erst dann zu geben. Sie werden sie uns also in einer bestmöglichen, aber nicht perfekten Version ausliefern und das bedeutet manchmal, dass sie vielleicht einen Schritt zurückgehen müssen oder eben noch nicht ganz fertig sind. Um uns eine weitere Vorstellung von den Auswirkungen von PES zu geben, CRG ersetzt das gesamte Spielfundament, die gesamte Spielgrundlage. Das bedeutet, dass viele Spielsysteme in irgendeiner Form überarbeitet werden müssen, um mit dieser neuen Grundlage zu funktionieren. Wir sprechen hier also von Gameplay-Mechaniken. Und das ist nicht nur das Cargo, das Frachtsystem, sondern auch ein Grund, warum das Cargo-Team weitere Arbeiten vornehmen muss, um PES zu unterstützen. Aber auch andere Dinge, wie das Versicherungssystem, VMA, PMA, die Charakteranpassung, das Gen-System, Transaktionssystem, all diese Dinge müssen für PES geändert werden. Es gibt also viele Teams, die es toll fänden, wenn sie nur an neuen Funktionen arbeiten könnten, aber gerade bei großen, grundlegenden Änderungen wie dieser müssen sie zurückgehen und die Bestandssysteme anpassen.
Sagen wir mal so, ich befinde mich in einem erbitterten PvP 1 gegen 1 Kampf mit einem anderen Spieler und ich bin kurz davor zu verlieren und entscheide mich dann, anstatt ehrenhaft meinen Tod hinzunehmen, Alt F4 zu drücken und den Client einfach zu verlassen. Was bewirkt PES in dieser Situation? Wie geht PES mit sowas um, wenn überhaupt? Zunächst einmal ist es ein mieser Zug, erklärt Benoit. Aber um die Frage zu beantworten, das hat nichts mit PES zu tun. Benoit versteht die mentale Verbindung zwischen Persistenz und Spawnpunkten und Alt-F4ing und so, aber es gab bereits einige Änderungen im Spiel, die mit diesem sogenannten Combat-Logging zu tun haben. Allerdings kannst du im Grunde deine Waffen und Rüstungen genau dort speichern, wo du wieder respawnen wirst durch Combat-Logging. PES wird dieses Problem nicht lösen, denn das hängt von den Spielregeln ab. Auch wenn wir also die Persistenz haben, können die Spielregeln und der Spielcode immer noch entscheiden, was zu tun ist. Sie können alle Werte außer Kraft setzen. Wenn du also an das Respawning oder ähnliche Dinge denkst, gilt das auch für das Combat-Logging, was natürlich ein Problem ist, das CRG irgendwann angehen wird, aber die wirkliche Lösung dafür ist nicht das neue Persistenzsystem. Wenn PES alle Probleme der Welt lösen würde, das wäre großartig, aber wie gesagt, das ist nicht der Fall. Die wirkliche Lösung ist ein Lockout-Timer, bei dem du, wenn du dich entscheidest, Alt-F4 zu wählen oder deinen Client zu killen oder was auch immer, für die Dauer des Lockout-Timers in der Spielwelt verbleibst, was es deinen Angreifern ermöglicht, den Job zu beenden, wenn sie es müssen oder wollen. Und das macht das Spiel fair. Die meisten anderen Spiele machen das auch so, das ist also die Idee, die CRG jetzt auf dem Tisch hat. Aber natürlich gehen sie das nicht speziell mit PES an, denn auch wenn es eine Persistenz gibt, wird sie sich nicht speziell auf die Kampfprotokollierung auswirken. Das ist Aufgabe des Spieldesigns, nicht die Aufgabe von PES. Paul möchte jedoch hinzufügen, dass der Code für diese An- und Abmeldung in PES leicht geändert werden muss, was den Programmierteams die Möglichkeit gibt, dieses Problem zu lösen. Und wie Benoit schon sagte, wäre es eine gute Gelegenheit, einen richtigen Lockout-Timer hinzuzufügen. Eine weitere Frage ist, wenn ich mich mit dem Persistent Entity Streaming auslogge, kann ich mich dann dort wieder einloggen, wo ich aufgehört habe? Um noch einmal auf den Punkt zu kommen, für 3.18 wird CRG das aktuelle Lockout-System beibehalten. Das heißt, wenn du dich ausloggst und wieder einloggst, respawnst du an deinem letzten Standort, sei es Bett oder Landezone. Bei PES wird es zwar eher trivial, das System so zu ändern, dass du dich genau dort wieder einloggen kannst, wo du aufgehört hast. Allerdings kommt es immer darauf an, und der Teufel liegt im Detail, wie viel Risiko CRG für 3.18 eingehen will. PES bedeutet nicht, dass CRG jetzt über sämtliche notwendige Technik verfügt, sodass sie diese Funktion einfach aktivieren können. Es bedeutet eine Menge Designarbeit, wie zum Beispiel, wie funktioniert es, wenn ich ersticke und mich auslogge? Das Game Design wünscht sich zum Beispiel, dass, wenn der Spieler in dem Moment des Ausloggens erstickt ist, der Respawn im Krankenhaus erfolgt. Dieses Beispiel zeigt, dass es eine Menge Designüberlegungen gibt, die ins Spiel kommen. Und dann gibt es noch das Spielcode-System, das das richtig handhaben muss. Zum Beispiel, was ist, wenn ich mich auf einem Planeten auslogge und am nächsten Tag wieder einlogge und sich genau an dieser Position ein anderes Schiff befindet? Das Programmierteam müsste sich also wahrscheinlich um die Positionsauflösung und all diese Dinge kümmern. Und um all das jetzt nicht in Angriff nehmen zu müssen, wird CRG den Login-Logout-Prozessfluss einfach so lassen, wie er aktuell ist. Aber mit PES haben die Programmierteams jetzt alle Werkzeuge in der Hand, um einen Spielerzustand vollständig beizubehalten und genau den Zustand wiederherzustellen, wie er beim Verlassen gespeichert wurde. Das ist eine neue Grundlage, ein neuer Satz von Werkzeugen und Features, die dann an jeden anderen Designer und Programmierer im Spiel weitergegeben werden. Und dann können sie anfangen, die Dinge anzugehen, die sie schon immer angehen wollten, aber mit der alten Grundlage bislang nicht möglich waren. Oder sie können sogar ganz neue Ideen entwickeln, die auf dieser neuen technischen Grundlage basieren. Um auch das im Hinterkopf zu behalten, CRG ist inzwischen ein großes Unternehmen mit verschiedenen Teams, die an unterschiedlichen Features arbeiten und wenn Pauls und Benoits Team PES als ihr Kernthema entwickelt haben und an der grundlegenden Technologie arbeiten, haben viele der anderen Teams wahrscheinlich noch gar nicht davon gehört oder auch noch nicht begriffen, was sie damit eigentlich machen können. Das ist der Moment, in dem die Spielteams und Designer wirklich sehen, wie es funktioniert und wie sie damit interagieren können. Und genau dann, wie Jared schon sagte, entstehen neue Ideen und Features. Aber all diese neuen Dinge können erst jetzt, ab Alpha 3.18, entstehen und entwickelt werden. Außerdem macht PES alle Serialized Variables persistent, die sogenannten serialisierten Variablen, wie gesagt,
guckt in meine Bibliothek, beziehungsweise in diesem Fall binde ich euch den Link zu dem Video hier rechts oben mit ein. Alle serialisierten Variablen sind persistent. Das bedeutet, dass jede Spielkomponente, die mit serialisierten Variablen erstellt wurde, plötzlich persistent ist. Benoit betont hierzu, dass er einige Überraschungen erwartet, wie zum Beispiel Abnutzungserscheinungen an deiner Rüstung oder ähnliche Dinge, die vorher bei jedem Respawn verloren gingen. Jetzt können diese Dinge tatsächlich persistieren, also bestehen bleiben. Density Management. Was sind die Pläne für das Culling in PES? Wird es dazu gehören, dass sie in der Nähe von Spielern bleiben? Was kannst du uns über die Culling-Pläne sagen? Mit dem alten System hatte CRG ein sogenanntes Lifetime Management, das Entitäten willkürlich entfernte, sobald sie eine bestimmte Obergrenze erreicht hatten. CRG hat erkannt, dass das nicht wirklich gut für das Spielerlebnis ist. Im Moment können Spieler zum Beispiel nur bis zu 3 Schiffen spawnen. Wenn sie ein weiteres Schiff spawnen, wird das alte, das erste, entfernt. Für PES hat sich CRG dieses Problem noch einmal angeschaut und beschlossen, okay, wie können wir dieses System A für den Spieler schöner machen und auch B, wie können wir es so gestalten, dass es für PES und auch für das Server-Meshing gut funktioniert, wo es vielleicht keinen Sinn macht, wenn ein Spieler 5 Schiffe spawnen lässt und sie alle im offenen Raum verteilt sind und rausgestreamt werden. Das heißt, sie kosten nicht wirklich Serverleistung. Warum sollte CRG das also noch willkürlich begrenzen? Und genau dafür, für diese Frage, hat CRG, genauer gesagt die Jungs in Frankfurt, ein neues System entwickelt und das nennt sich Density Management. Es arbeitet mit relativen Kosten einer Fläche. Die Idee dahinter ist, dass CRG nicht einfach nur willkürliche Zahlen von Objekten nimmt und sie verschwinden lässt, rausspawnt, sondern sich Gebiete ansieht und die Anzahl der Gegenstände in diesem Gebiet betrachtet. Sie fangen erst dann an, Gegenstände zu entfernen, wenn die relativen Kosten für das Gebiet zu hoch werden, also die Berechnungskosten. Sobald die Spieler ihre Schiffe also an verschiedenen Orten spawnen und sie alle verteilt sind, wird CRG sie nicht anfassen oder entfernen. Wenn aber, wie jetzt, alle zum gleichen Ort gehen und anfangen, Schiffe am selben Ort zu spawnen, dann wird das Density Management merken, okay, jetzt sinkt die Leistung doch merklich, weil unsere relativen Kosten in diesem bestimmten Bereich zu hoch sind. Und dann wird es anfangen, Gegenstände zu löschen, was ebenfalls einem bestimmten Regelwerk folgt. Natürlich nicht zwingend die gespawnten Raumschiffe. Um das zu vermeiden, hat CRG eine relative Priorität für Gegenstände entworfen. Ein Spielerschiff hat zum Beispiel eine sehr hohe Priorität, also würde CRG das Spielerschiff nicht löschen, während eine Kaffeetasse zum Beispiel der erste Gegenstand wäre, der verschwindet. Und dann versuchen sie, das System so zu gestalten, dass es für die Gamer nicht sehr störend ist, wenn Dinge verschwinden. Die meisten dieser Aufräumarbeiten finden während des Streamouts statt. Das heißt, wenn ein Gebiet gestreamt wird, macht das Density Management einen ersten Durchlauf. Zum Beispiel registriert es, hey, in diesem Gebiet hatten wir 50 Kaffeebecher und das ist wirklich 45 zu viel. Also fängt es an, sie zu entfernen und erst anschließend, wenn das nichts hilft, geht es zu aggressiveren Maßnahmen über, wenn es dann wirklich so weit ist, dass ein Gebiet vielleicht nie gestreamt wird. Oder alle Spieler sich dazu entschlossen haben, nach Port Olisar zu reisen und alle ihre Kaffeebecher auf den Boden fallen zu lassen. Das ist es, was CRG von uns Spielern sowieso erwartet. Im Grunde genommen wird sich das System darum kümmern, aber es wird ein intelligenteres System sein als das, was wir im Moment haben. Auch Missionen werden berücksichtigt. Um zu vermeiden, dass das Density Management wichtige Missionsobjekte despawnt, erhalten missionsrelevante Objekte Referenznummern und werden zu einem Referenzzähler hinzugefügt, während eine Mission aktiv ist, sodass das Density-System keine missionsrelevanten Objekte löschen würde. CRG will also vermeiden, dass das Density-System die Missionskiste löscht, die du aufheben und zu einem Zielort bringen sollst. Zwar gab es Ähnliches mit dem bisherigen Lifetime-Management-System, aber das brachte einen enormen Wartungs- und Balancing-Aufwand mit sich, der nötig war, um das System zu erhalten. Und das ist auch der Grund, warum CRG es durch das neue Density-Management ersetzt hat. Außerdem hat das alte System nie einen Standort berücksichtigt. Es spielt keine Rolle, ob 50 Gegenstände an einem Ort stehen oder 50 Gegenstände über den Ort verteilt sind. Wenn das System denkt, oh, 51, das ist ein Artikel zu viel, ich lösche den kompletten Renderer, dann ist das natürlich nicht wirklich das, was CRG will. Mit dem serverseitigen, dem Server-Side-Streaming, hat CRG jetzt Gegenstände in der Welt, die, solange sie nicht gestreamt werden, nichts kosten, ergo keine Server-Performance fressen.
Sie befinden sich nur im Speicher und ab Alpha 3.18 in einer Datenbank, sodass es noch billiger ist, diese Daten fortzuhalten. Wenn die Objektdichte also zu hoch wäre, würde das im Grunde alles zunichte machen, was PES zu erreichen versucht. Es muss also perfekt ausbalanciert sein. Paul erwartet dazu, dass CRG das System in den ersten Iterationen der ersten Evocati-Tests stark optimieren muss, weil sie noch nicht wirklich gesehen haben, wie das System sich verhält. CRG könnte alle ihre Tests selbst durchführen, aber es ist nie dasselbe, als wenn es den Spielern zugänglich gemacht wird und sie einfach tun, was sie im Spiel tun. Solange das nicht der Fall ist, wird es natürlich noch viel Optimierungsarbeit geben. Vielleicht wird die erste Version sehr aggressiv eingestellt sein und dann müssen die Einstellungen reduziert werden, aber am Ende wird das System mit Sicherheit ein besseres Spielerlebnis bieten. Schlechte Nachrichten also für alle, die Krankenhauskittel gehortet haben, um sie in der postapokalyptischen Zukunft von Star Citizen als Währung einzusetzen, schließt Jared augenzwinkernd. Wird PES erlauben, dass Schiffszustände, MFDs, Gimbal-Modi, Scanwinkel und all diese Dinge in den Spielerschiffen erhalten bleiben? Benoit hat sich tatsächlich schon ein wenig darüber erkundigt. Es ist leider nicht etwas, das das PES-Team tatsächlich kontrolliert, obwohl sie die Persistenz für diese Dinge aktivieren. Er glaubt, dass die Gimbal-Modi persistieren könnten, weil sie mit einer serialisierten Variablen implementiert sind. Das bedeutet, dass dies auch für MFDs und Scanwinkel gelten würde, aber genau können sie das noch nicht sagen. Aber wenn es mit einer serialisierten Variable implementiert ist, dann ja. Wenn das nicht der Fall ist und es sich um einen Reset handelt, ähnlich wie bei der Spawning Position, wenn jedes Mal, wenn du dich auf den Sitz setzt, ein Wert geändert wird, dann ist es egal, ob er bestehen bleibt. Aber das ist etwas, an dem alle Spielteams feilen werden, bis CRG soweit ist, und wenn sie davon profitieren können, ist Benoit sicher, dass sie sich darauf stürzen werden, absolut. Die erste Version des persistenten Universums, so erklärt Jared, wurde im Dezember 2015 veröffentlicht. Seitdem gibt es eine Menge Entitäten, eine Menge Programmcode, eine Menge Leute, die gekommen und gegangen sind und Dinge auf die ein oder andere Art und Weise erschaffen haben. Und es ist unmöglich zu wissen, wie sich diese Änderung mit PES auf alles auswirken wird. Wie fühlst du dich, lautet die vorletzte Frage, und Paul antwortet dazu: Wir haben fast 2 Jahre lang an der neuen Datenbank und der neuen Technologie gewerkelt und wir haben natürlich mit unserem Strike-Team hart gearbeitet, aber isoliert in unserem eigenen Stream, um die ganze Technologie zu entwickeln, neue Services zu entwickeln, all dieses Zeug. Und jetzt, wo wir es wirklich geschafft haben, ist es wirklich aufregend zu sehen, wie alles zusammenkommt, zu sehen, wie Gameco-Teams darauf anspringen und ihr System anpassen. Für mich persönlich, sagt Paul, ist es ein großer Schritt in Richtung Server-Meshing, denn mit dieser Technologie können wir die Simulation vom Zustand trennen und Serverknoten einführen, um den Zustand zwischen verschiedenen Servern zu replizieren und das System wirklich zu skalieren. Ich bin also super aufgeregt, aber gleichzeitig ist es auch eine riesige Herausforderung, wie ich schon sagte, erklärt er. Es gibt eine Menge neuer Services, eine Menge neuer Technologie, die noch besser getestet werden muss. Aber ja, ich bin aufgeregt. Ich bin froh, dass wir die Technik zusammengebracht haben, die grundlegende Arbeit, die wir in der Main Branch geleistet haben. Und jetzt geht es nur noch darum, sie zu stabilisieren und sie in eure Hände zu bekommen, also in unsere Hände, in die Spielerhände, um alles zu testen und zu zerstören. Bei welcher einen Sache möchtest du sicherstellen, dass jeder diese Arbeit über PES, über 3.18, über deine Rolle darin versteht? Ist die letzte Frage an Paul und Benoit. Und Paul antwortet: Für mich ist es die Wertschätzung und das Verständnis dafür, dass sich 3.18 zwar oberflächlich betrachtet nicht allzu sehr von der vorherigen Version unterscheidet, aber die grundlegenden Änderungen und die strukturellen Veränderungen in unserer Core Engine, in unserem Core Entity System, dass alles, was du tust, auf komplett neuen Servern läuft, dass der Replication Layer komplett neu geschrieben wurde, dass das Entity System komplett verändert wurde, dass wir die Erstellung von Entities und das Spawnen von Entities getrennt haben, dass es eine Menge wirklich cooler Sachen und wirklich aufregender Technik gibt, die dahinter steckt, dass alles skalierbar ist, dass alles in der Cloud läuft, dass alles zustandslose Services sind und horizontal skaliert werden, das möchte ich, dass alle das verstehen. Auch wenn es sich in der ersten Version nicht so sehr anders anfühlt.
Der Code, der hinter den Kulissen läuft, die kleinen Bits und Bytes sind völlig anders. Es ist schon eine riesige Leistung, auf Augenhöhe mit dem zu kommen, was wir vorher hatten, auch wenn es sich in der allerersten Version gar nicht so anders anfühlt. Und Benoit ergänzt abschließend, CRG macht das Spiel damit endlich zu einem echten Cloud-Service, wie es sein sollte. Das ist genau das, was wir brauchen, um ein echtes, persistentes Universum zu schaffen. Und deshalb ist dies ein riesiger Schritt in diese Richtung, indem wir den Spielserver und seine Services in ein echtes Cloud-Native-Setup verlagern, das wirklich auf die Vision skaliert werden kann, die Chris für dieses Spiel hat, dass es selbst für die Persistenz eine gesamte persistente Spielwelt, die also verrückt ist. Is, you know, it's crazy. Like it's a lot of data. It's you know. Wie Paul schon sagte, sieht es nicht so aus, als ob es sich viel geändert hätte, erklärt Benoit. Die Art und Weise, wie die Daten in den Spielserver und aus ihm herausgelangen, das hat sich komplett geändert, was eine Menge Programmcode und eine Menge Programmcode-Änderungen mit sich bringt. Und das war's mit diesem sehr wichtigen Star Citizen Live, in dem uns erzählt wird, dass wir mit 3.18 eigentlich gar nicht so viel spielerisch technische Änderungen erleben werden. Wir werden jetzt nicht ein neues Spielercap erleben, wir werden keine Performance-Verbesserungen erleben, ganz im Gegenteil. Es wird ein sehr holpriger Start werden. Wir können froh sein, wenn wir anteilig das Spielerlebnis haben werden, wie wir es mit 3.17 hatten. Alles wird umgestrickt und ursprünglich hieß es ja auch 3.18, 3.19, dann kommt 4.0. Jared hat jetzt mal hier so kurz eingeworfen, 3.20, 3.21. Also da ist alles noch nicht wirklich so einzementiert, wie wir uns das gerne vorstellen würden. Ich glaube, CRG ist selber an einem Punkt, wo sie zwar wissen, dass sie es hinkriegen können, sie aber noch nicht wissen, wie lange es wirklich dauern wird. Und 3.18 kommt mir im Moment vor, dass wie das Tal der Tränen, was uns Paul und Benoit prophylaktisch mal kurz zeichnen. Vielleicht wird es ja auch gar nicht so schlimm. Vielleicht wird das auch ein ganz tolles Erlebnis. Bisher sind wir ja in den letzten Patches eigentlich eher positiv überrascht worden. Aber wie gesagt, so vorsichtshalber sagen sie schon mal, Achtung, das könnte ziemlich holperig werden. Und es kann sein, dass wir vom Spielerlebnis her einfach nicht das erleben werden, was wir jetzt mit 3.17 hatten. Dass es viel Fehlerbereinigung gibt, aber sie können auch nicht so lange warten, bis es perfekt ist, sondern sie kippen uns das jetzt dann hier rein in das Spiel und gucken, was passiert und passen an und später stabilisieren sie es und entwickeln dann von diesem Punkt ausgehend dann weiter in Richtung Server-Meshing. Ja, reingehend in das Jahr 2023. Dann steht die CitizenCon bevor. Schaltet ein bei PsychShot, der streamt nicht nur die CitizenCon, der streamt auch regelmäßig auf seinem Kanal. Dort gibt es dann die Programmplanung, wo ihr sehen könnt, wann er spawnt. Der guckt sich alles an, der spielt nicht nur, der guckt sich auch an die Inside Star Citizens, die Star Citizen Lives, die Newsletter, alles was so rauskommt auf twitch.tv/PsychShot. Da seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Bei Sitco bekommt ihr jeden Samstag Diverse News mit allem, was so in der Community und wie gesagt auch in den Comlinks von Star Citizen, von CRG passiert. Und zu guter Letzt möchte ich noch den guten Stefan, den Fexi, nennen. Auch er ständig dabei, ständig am Start, immer gut gelaunt. Und das sind die drei Creator-Kollegen, die ich euch wärmstens ans Herz legen möchte. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich auf euer Feedback, die Kommentare unter dem YouTube-Video. Wann das nächste Video kommt, weiß ich noch nicht. Ich schiele aber jetzt auf die CitizenCon-Panels. Die werden sicherlich, hoffe ich jedenfalls, stelle ich mir vor, sehr interessant. Und dann wird es bestimmt auch wieder das ein und andere Video von mir geben. Bis dahin alles Gute, viel Spaß und ja, große Spannung bei Alpha 3.18. Viel Spaß bei der CitizenCon und bis demnächst. Alles Gute. Tschüss.